Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Blameless von Václav Hadek. Auch wieder ein kostenloses Spiel, was ihr euch normal runterladen könnt, beziehungsweise normal starten bei Steam. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir spielen hier einen Architekten, der wohl nach einer Gewalttat versucht, diesen Fälle in seinem Gebäude, was er dort baut, aufzuklären. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Los geht's. Kamera mache ich weg, wie immer. Und neues Spiel. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up... Blameless. Drücken Sie Enter, um fortzufahren. That hurt. Und wie gut sieht das bitte aus? Also für ein kostenloses Spiel ist wahrscheinlich... Ja gut, jetzt, wenn man näher rangeht, nicht mehr. Vom Weiten weg. Sieht das nicht schlecht aus. Und ja, wir haben hier Hinweise, da gehen wir gleich nach. Gut, wir sind also nicht der Erbauer dieses Hauses und wir wurden um Rat gefragt. Ist aber schon komisch, wenn man mitten in der Nacht zu dem kommen soll. Würde ich auch vertrösten und sagen, nee, ich komm morgen mal vorbei. Aber gut, wir schauen uns mal den Blutfleck an. Ja, wenig ist das nicht gerade, auch wenn das sehr, sehr rot ist für Blut. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Aktion rückgängig zu machen. Ja, ich möchte es auch nicht rückgängig machen. Seems fresh. The blood hasn't completely dried out yet. This looks like something was being dragged across the bloodstain. Okay, da wurde wohl wahrscheinlich jemand hingeschleift oder weggeschleift. Wahrscheinlich wurde auch jemand niedergeschlagen, so wie wir. Erinnert mich auch ein bisschen an L.A. Noire, auch von dem Geräusch, von der Sound her. Ein Nokia Windows Telefon. The phone is smashed. No way it's gonna work anytime soon. Mhm. Drücken Sie I oder Maushalt hoch, um Inventar zuzugreifen. Ah, schick. Und sogar ein Inventar. Ein Hammer. Zumindest können wir uns jetzt selbst verteidigen. Kann ich damit auch schlagen? Hallo? Halt, wo hast du den? Nein, nimm den wieder mit. Kann ich den nicht ins Inventar packen? Okay, nein. Dann ja, wir hatten dort noch eine Dachluke. Wahrscheinlich kommen wir da raus. Dann, huch. Das geht noch nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich so einen Stab, damit wir das Ding runterholen können. Wir gucken uns erstmal um.
Und ich weiß gar nicht, wie lang das Spiel geht. Ich glaube aber allzu lang auch nicht. Also eher so ein Short-Indie-Game. Ich glaube ungefähr eine Stunde. 45 Minuten, eine Stunde. Ich hoffe nur, wir kommen hier lebend wieder raus. Kann ich auch? Ja, ich kann auch rennen. Da gibt es keinen Griff. Das ist schlecht. Aber wir können doch theoretisch den Hammer nehmen. Ein paar Mal auf die Scheibe eindreschen. Und vielleicht dann schnell wegrennen. In der Hoffnung, dass derjenige, der uns niedergeschlagen hat, nicht wiederkommt. Okay, aber wir haben diesen Hammer ja nicht umsonst. Das heißt, wir müssten... Ach, hier ist doch... Den kann ich doch... Kann ich den nicht nehmen? Muss ich den Hammer dazu weglegen? Und mit der Stange kann ich doch bestimmt hier interagieren. I might be able to get further through the attic. Mhm. It's slipping. I can't turn it by hand. Du kannst das nicht per Hand drehen? Können wir das damit irgendwie festklammern? Und dann vielleicht... Nein. Ich lege das alles mal hier auf den Haufen. Mit dem Hammer drehen ist wahrscheinlich auch schlecht. Höchstens er hat... Ja, obwohl... Wenn wir hinten damit... Nein. Mit dem Nagelzieher sozusagen, hätte ich vielleicht gedacht. Aber das ging wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas anderes. Irgendwas, was wir daran befestigen können. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Am Ende war das gar kein Blut. Am Ende ist das, weiß ich nicht, Farbe oder Marmelade. Und derjenige wollte uns nur beschützen. Da war eigentlich eine Mücke. Ist das das Rohr, mit dem uns niedergeschlagen hat? The rod is loose. The rod is loose. Ja, aber... Wie soll ich den denn festmachen? Also das braucht man anscheinend. Aber... It's slipping. I can't turn it by hand. Kann ich da irgendwie erstmal interagieren? Nein. Der Stab ist lock... Ach halt. Nein. Nein, er hält sie auch nicht fest. Das geht auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch irgendetwas, womit wir den Stab dann festmachen können. Habe ich eigentlich Licht? Nein. Hier ist aber auch nichts. I can't get further through here. Ja. There's no door handle. Why would he hit me and then lock me in here? Das weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe, wir erfahren das noch. Gastfreundschaft ist eigentlich was anderes. Da melden wir uns schon freiwillig, ihm zu helfen. Gut, wir wissen natürlich nicht, ob wir irgendwas dafür verlangt hätten. Aber trotzdem. Wird mir einfach dreist in eine Falle gelockt. Ah, kann ich hier... Oder... Den... Slipping. Ja, ja, ja. Turn it by hand. Kann ich mir nicht da auch vielleicht so einen Türgriff draus machen? Dann nehme ich die Stange, um das zu verbiegen, oder? The rod is loose. Ja, du hast doch The drüber. Rod is loose. Geht das nicht? The rod is loose. Mit dem Hammer. Ich hätte ja einfach das drüber gemacht und dann versucht zu ziehen. Nein, mit dem Hammer geht's auch nicht. Hiermit? Auch nicht? Ach, da ist noch eine Zange. Damit vielleicht. There's no point doing this at the moment. There's no point doing this at the moment. Kann ich... Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Aber das ist nicht schlimm. Wir rätseln ein bisschen. Halt. Kann ich... Ich du...
Achso, ich mach's mal wieder raus. Mal gucken, ob wir die andere Stange vielleicht da einlegen können. Ich möchte die große. Okay, nein, da gehört also schon die kleine rein. Und jetzt vielleicht... The rod is loose. Nein. Der Stab ist locker. Ja, ich habe es verstanden. Irgendwas fehlt noch. Eine Säge. Ah, wir es absägen. Gut. Vielleicht, wir probieren das mal. Können wir... Nein. Also wir haben zumindest schon mal ein bisschen Werkzeug zusammen. Ja, was? Warum? Du Arsch, du! Das Problem... Das Spiel mobbt mich. Jetzt funktioniert's. Ah, na gut. Nimmst du das bitte wieder? Nimmst du... Hallo? Er nimmt das nicht mehr. Jetzt. So, jetzt ist nur die Frage, ist das für die Tür? Nein. Aber müssen wir es dann nicht nochmal biegen? Ah, den haben wir nämlich trotzdem mit. Ich weiß nicht, was besser ist. Hammer oder Rohr. Shit, it's dark. Was? Ich sehe doch was. Es ist nicht dunkel. Muss ich mich... Kann ich crouchen? Nein. Hä? Hä? Ich, da läuft genau verkehrt rum. Oh, was? Ich, was? Was machst du hier? Steuerung! Drücke C, um dich zu ducken. Okay. Oh, jetzt fängt es auch noch draußen an zu... Nee, das ist... What the hell was that? Das ist kein Donner. Da schleift jemand was über den Boden. Hallo? There we go. Da liegt wieder was. Sofort. Ich vielleicht so eine kleine Waffe, die ich mitnehmen könnte, neben dem Hammer. Nein, okay. Dann geht's nach unten. Hupp. Und es speichert. Ich schaue mich erstmal kurz um. Das ist wieder so eine Stange. Nägel. Nein, 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 was? Was ist das denn? Schrauben. Okay, die sind vielleicht... Oder? Können wir die ins Inventar nehmen? Okay. Eine Schraube mit Mutter. Den haben wir nämlich trotzdem wieder mit. Ich weiß noch nicht, wie viel wir die Schraube brauchen. Und... Oh. Die legst du die auch ins Inventar? Nein. Na gut. Dann nehmen wir mal... Cutter mit. Wir hatten hier noch ein... Irgendwas. Ich habe das doch von oben gesehen. Hier. Ein Portemonnaie. A library card belonging to Helen Woodward. How did it get here? Was fragst du dich? Wie er hierher kam? Wahrscheinlich war sie das Opfer. Helen Woodward, okay. Haben wir es mitgenommen? Ja. Nein, 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 nein. Du sollst es wieder weglegen. Und das wieder mitnehmen. Noch nicht alles fertig, aber Hauptsache das Klo ist drin. Da ist eine Tür. Eine Spachtel. Oder ist das eine Spachtel?
Ist auf jeden Fall gut, dass wir Licht haben. Hier, da kann ich doch bestimmt den Draht damit aufmachen. The hinge on that handle should attach, but it's missing. The wire cutters are broken. Was? The hinge das Scharnier? On that handle should attach, but it's missing. Das haben wir doch. Halt, ich brauche Inventar, oder kann ich hier noch kurz? The wire cutters are broken. The hinge on that handle Ach. Should attach, but ja. It's missing. Ja, okay, kleinen Moment. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, er redet die ganze Zeit von diesem... Sie können mit jedem Objekt vor Ihnen interagieren. Versuchen Sie mit der Schraube und der... Ja, da rein. Nein, so. Hallo? Ach, setz das doch ein. Warum macht er das nicht? Er hat mir doch gerade was angezeigt. The handle is not in place. Da ist kein Griff dran. The handle is not in place. Da fehlt doch nichts, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Kleinen Moment. Kannst du das weglegen? Danke. Fehlt da noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Man könnte doch einfach die zwei Dinger zusammen machen. Ich glaube, ich probiere das nochmal kurz. So. Das. Dann das. Und da. Jetzt. Und dann. Nummer 1 und Nummer 2. Ist noch irgendwo was? Nein. Das heißt, wir könnten noch theoretisch jetzt die Tür aufmachen. Wenn... Muss ich jetzt wirklich weglegen? So. Und wir kommen nach draußen. Gleich. Ich würde mich erstmal noch hier kurz zu Ende umschauen. Wir hatten noch hier den Raum. So, eine Nobelle. Okay, hier ist nichts Besonderes mehr. Hatte ich... Ich kann ja rennen. Huch, ich hänge. Da ging es nicht weiter und hier war dann nichts weiter. Okay, dann gehen wir nach draußen. Mhm. Können wir nicht einfach... Guck mal, wir haben eine Schubkarre. Stell die hin, kletter drauf und spring drüber. Und weg bist du. Oder einfach hier diesen Zaun umschmeißen. Na gut, das wird vielleicht schwierig, aber... Obwohl wir natürlich auch einfach hier mit. Das aufschneiden könnten. Halt, den nehme ich trotzdem mit. Sicher ist sicher. Hallo? Hallo? Ich habe nur eine Hand. Hallo? Ich danke. No way going back through here. I don't even want to go back. Naja. Ich wäre lieber draußen gewesen und hätte mich versucht, irgendwie in Sicherheit zu bringen, als weiter in diesem Haus rumzuirren. Okay, da fehlt ein Griff. Eine Anleitung. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Okay. Der Öffner für den Sicherungskasten befindet sich im abgeschlossenen alten Haus in meinem Reisekoffer. Also meine Reisetasche. Gut. Dankeschön. Dann suchen wir einmal deine alte Reisetasche. Im alten Haus. The dragging stain again. Du hast recht. Aber die hat er weggewischt. Warum sind wir denn wirklich hier? I don't like the look of that dark corridor. Mhm. Let's see if the light switch is working. Ja, ich glaube, da brauchen wir den Stromkasten. Hätte er uns töten wollen, hätte er es gleich tun können. Das hat er aber nicht. Also warum hat er uns am Leben gelassen? Und dann machst du noch die Türen so langsam auf.
Wir sind draußen. Du warst schon aus dem Haus raus. Und jetzt rennen. Können wir nicht... Wow, das nenne ich mal Wolke. Können wir nicht hier irgendwo einfach drüber? Also komm! Na gut. Wir schauen mal, was wir hier machen müssen. Wir brauchen... Das alte Haus ist wahrscheinlich das hier damit gemeint, oder? Oder... Nein, das... Ist das hier alt? Ja, das ist auch alt. Auf jeden Fall ein großes Grundstück. More dark rooms. Mhm, aber wir sehen ja ein bisschen was. Warum lässt man denn hier seine Reisetasche stehen? Aber gut. Uns soll es nicht wundern, Hauptsache wir finden den Öffner für den Sicherungskasten. Da kann man nichts dran machen. Ah, ich glaube, da ist die Reisetasche. Why is everything always locked? Ja, warum ist hier alles verschlossen, wirklich? Das frage ich mich auch. Warum können wir nicht einfach gehen? Okay, das heißt, wir müssen irgendwas finden, um... Können wir das nicht einfach hier auf? Why is everything always locked? Das ist doch nur an einer Seite. Ach so, da ist ein Schloss. Wir hätten vielleicht doch den Schneider mitnehmen sollen. Aber ich glaube, damit wäre es auch nicht gegangen. Okay. Ist das eine Kiste? Das sind Steine. Können wir hier rein? Nein. So, von da kamen wir ja. Wir haben noch den Schuppen. Locked. Verschlossen. Das ist der Müllcontainer, von dem er am Anfang gesprochen hat, der uns den Weg versperrt hat. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir in den Schuppen kommen. So, der noch und der noch. Und jetzt mach auf. Nein, aufmachen. Danke. Okay. Da ist ein Brief. Und ist das was? Broken. Was ist das? Für was? Ach, für die Leiter. Den Brief noch lesen. 13 July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin, this is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Dairdrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Dairdrew Constructions Limited. Die hat sehr viel Spaß bei der Arbeit. Sehr schön vorgelesen. Mit sehr viel Biss. Wir wissen jetzt zumindest, wem das Haus gehört. An Simon Hopkin. 38 East Highland, Lightwater, von Anna Catrill, vom 13. Juli 2001, betreff letzte Mahnung. Ich lese es mal ein bisschen schneller vor. Sehr geehrter Mr. Hopkins, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir laut unserer Unterlagen seit dem 12. Juli 2001 weder das Gerüst noch die drei
Aufhängeleitern von ihnen zurückgehalten haben, die sie am 7. Juni diesen Jahres in Filialen von DareTrue Construction entliehen haben. Bitte liefern Sie das Gerüst innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens zurück. Sollten Sie sich dazu entscheiden, diesen Aufruf zu ignorieren, werden wir die Angelegenheit an ein Kassio-Unternehmen übergeben, was dazu gezwungen sein wird, das Gerüst gewaltsam aus Ihrem Besitz zu entfernen. Die Deckung der Gebühren oder Strafzahlungen, die durch einen solchen Vorgang entstehen, wird dabei Ihren alleinigen Verantwortung unterliegen. Hinweis: Sie werden keine weiteren Mahnschreiben von uns erhalten. Mit freundlichen Grüßen, Anna Catrell, Kundenbetreuerin. Dann... Ja, welchen haben wir denn? Vielleicht kommen sie ja vorbei und retten uns. Aber ich glaube, jetzt so spät abends, nicht so wie wir, kommt kein Inkassobüro mehr. Aber ich habe jetzt auch nichts. Da kam etwas Textur durch. Ja, da ist zwar jetzt eine Leiter. Aber ohne Klebeband oder Leim oder Kleber. Halt, da ist doch ein Schlüssel. Da ist doch. Mach das doch auf. Guck da rein. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Um. Wer braucht denn bitteschön sowas? Wir müssen irgendwas finden, um die Leiter zu reparieren, damit wir. Hab ich nicht vorhin eigentlich eine Leiter irgendwo auch so gesehen? Ah, hier, damit wir aufs Gerüst können. Können wir nicht einfach die... Wir können doch... Ach, komm schon. Wir können doch einfach die nehmen, dahin packen und uns dann hochziehen. Und dann schaffen wir das nicht, sind wir... Oder einfach einen Stein drunter stellen, weißt du? Wir packen die einfach dort hoch, holen uns dort einen Stein, legen den drunter und... Nein. Nein, der Werteherr braucht beide Leiter. Gut. Dann suchen wir mal irgendwas, womit wir die Leiter fixen können. Hatte ich drinnen was übersehen? Konnten wir damit irgendwas anfangen? Gibt's hier etwas? Oh, das hätten wir wahrscheinlich schon von Anfang an gesehen, oder? Ach stimmt, wir hatten hier... Hier waren wir noch nicht drin. Ist das ein Generator oder ein... Irgendetwas. Irgendetwas, was Strom braucht. Silikon oder Acryl. Das sieht mir wie Laminat aus. What the hell? Ich glaube, wir haben Anna. Warte, nee, wie hieß sie? Helen Woodward gefunden. Nein, leg das doch mal weg, danke. Shit, she's dead. Ja. Die hat nicht so viel Glück gehabt wie du. It's dust. Ist kein Wunder bei dem. Ich glaube, hier gibt es überall Baustaub. Ein Schlüssel. Ah, kommen wir damit zur Reisetasche? Danke, Helen, warum auch immer du einen Schlüssel in der Hand hast. Das sind natürlich jetzt auch unsere Spuren an der Leiche. Und eine Laschta... toll. Sie geht doch noch. Ich mache ja schon mal an. Wir wollen ja trotzdem den Strom noch einschalten. Ach, Helen. Hier haben wir aber auch nichts mehr, ist nur der Staub. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. I don't want to look at her face. I gotta get out of here and call for help. The address of this house. Was she invited here too? Wahrscheinlich. Und 8 Uhr abends. Ist die Frage, ob sie kurz vor uns. Hab ich was übersehen? Ob sie kurz vor uns da war?
Wahrscheinlich, wenn er sagt, das Blut war noch frisch. Aber warum? Warum macht das jemand? Und wo ist derjenige? Beobachtet er uns gerade? So, passt der Schlüssel hier. Why is everything always locked? Ja. Kein Mann, aber die Reisetasche. Hier. What's this? Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Nimmst du das mit? Sehr gut. Sonst ist nichts drin. Eine Brechstange. Ich hoffe, der Typ steht nicht irgendwann hinter uns. Ich hoffe, er lässt uns einfach entkommen. Sicherungskasten. Ach ja. Mach mal das Licht aus, um Batterie zu sparen. So. Dann einmal hier rein. Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD switch, the smallest one, and then the rest of them. The orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. I need to take a look at this before we hand the keys over to the new owner. Schatz, falls es wieder einen Kurzschluss gibt, schalte zuerst den Fehlstromschutzschalter ein, der kleinste Schalter, und dann die anderen Schalter, den orangenen zuletzt. Achte auf den Klick, den du nach dem Einschalten des Schutzschalters zunächst hörst. Es kann ein paar Sekunden dauern, ansonsten springt er wieder raus. Ich muss nochmal einen Blick darauf werfen, bevor wir dem neuen Besitzer die Schlüssel übergeben. Okay. Danke für den Hinweis. Der kleinste, der hier. RCD240. Test monthly. This switch looks important. Ja, dann schalt ihn doch aus. RCD240. Test monthly. This switch looks important. Aber wenn hier alles... Hä? Kannst du doch... Schalt den doch... Kannst du den nicht ausschalten? Haben wir das jetzt irgendwie für zukünftig... Halt, geht mal weg. These are already on. Ja. These are already on. Ja. These are already on. Gut, dann haben wir das für die Zukunft gemacht. Oder... Ich... So ganz... Ich meine... If the circuit trips again, first turn on the RC. Okay, danke. Gut, dann sind wir halt gerüstet für den Fall eines Stromausfalls. Ich dachte jetzt, dass wir, weil ja nicht überall Licht geht, hier zum Beispiel. Gut, ja, natürlich auch keine Lampen drin. Better. Wow. Was? War. Wie? Das ging. War. Ich sag jetzt mal nichts. Hat sich mit selbst repariert. Oder habe ich das wirklich einfach nur übersehen? Das war die ganze Zeit an. Ich frage mich jetzt nicht weiter. Gut, hilft mir aber trotzdem in der Sache nichts, dass wir noch nichts für die Leiter haben. Oder gibt's hier jetzt auch Strom? Nein, hier gibt's überhaupt keinen Strom. Ich gucke trotzdem nochmal kurz durch. Irgendwas übersehen haben? Hier den Schalter können wir auch nicht, nein. Achso, wir haben ja auch noch Licht. Und hier drin gab es auch nicht. Dann schauen wir nochmal in den Schuppen. Irgendwie müssen wir ja die Leiter reparieren. Da liegt vielleicht hier draußen etwas. Huh.
So kannst du doch auch dort hoch. Vielleicht. Das können wir auch nicht nehmen. Also wenn wir das wirklich wollten, finden wir wahrscheinlich auch Wege, ohne diese Leiter dort hochzukommen. Nun gut. Gibt's hier oben? Hier unten vielleicht? Hm. Bräuchte nur ein bisschen Klebeband oder sowas. Gaffer hält alles. Sag jetzt nicht, wir müssen das schweißen. This must be one of the three suspension ladders mentioned in the letter. Oh, es gibt drei? Oh, es gibt drei? Stimmt. Eine hängt da, die zweite liegt dort. Das heißt, hier müsste irgendwo noch eine... Müsste irgendwo noch eine sein. Vielleicht können wir ja auch die benutzen. Locked. Das ist immer noch verschlossen. Ich gucke mich nochmal hier drin um. Bitte entschuldigt, wenn ich da schon mehrfach dran vorbeigelaufen bin und es nicht mitbekommen habe. Ach so. Sagt er noch irgendwas dazu? Nein. Hier war nichts mehr. Da kamen wir nicht mehr raus. Nein. Hm. Hey, da ist der Stromkasten. Also hier ist auch nichts mehr. Hm. Hier lag nur sie. Und sie hat die Hände wieder geschlossen. Halt, konnte ich jetzt ihr Gesicht angucken? Nein. Vielleicht hinter der Tür? Nein. Na komm aber. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was das Spiel von mir möchte. Dann gucke ich nochmal hier kurz. Na, komm. Nein. Die können wir auch ausmachen. Stimmt, hier kamen wir nicht rein. Irgendwas mit dem Betonmischer? Müssen wir Beton anmischen? Warum auch immer? Nein. Wo geht's hier hinten noch weiter? Da ist aber nichts. Kann ich nicht auch hier hoch? Und mal... Nein. Gut, ich, ja, würde sagen, dann schaue ich noch mal ein bisschen rum und schalte euch gleich wieder zu, wenn ich gefunden habe, wo es weitergeht. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber wir können hier den Schalter anmachen. Aber ich glaube, damit hätten wir ihn einfach nur Licht machen können, nach dem Kurzschluss oder nach dem reparierten, Stromkasten, der sich ja von selbst repariert hat. Okay, ich schau weiter. Bis gleich. Da bin ich wieder. wir können den Schlüssel wieder mitnehmen. Und wir haben noch einen anderen Schlüssel dran. Und eine Tür war noch abgeschlossen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Schlüssel passt. Und dass da drin auch diese Scheiß... ja, Gott sei Dank.
Hallo, das ist nur von der anderen Seite. Wo kommt der Wind jetzt her? Ja, mach. Jesus. This place is scary. Bitte was? Da ist die Leiter. Ich lass mich. Nein, lass mich da hin. Mann. Aber ja, wir haben Stromausfall. Das heißt, jetzt können wir auch den Sicherungskasten. Aber bevor wir das machen. Bitch. Können wir nicht aber auch hier einfach drüber? Hallo? Okay, lass mal den Scheiß. Wir können doch einfach bestimmt auch hier über das Haus drüber. Ist doch auch der Weg nach draußen. Das geht doch auch, oder? Das speichert. Jesus. Geh weg! Get away from me. Alter! Nein, 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 nein! There he is! This is Lightwater Police. Stay where you are! Oh, Gott sei Dank! Hilfe! Was? Nein, wir... Get down on your knees! I didn't do anything! Get on your knees, now! Das klärt sich bestimmt alles noch auf. Nein! Warum? Ich habe nichts getan. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Aber wir waren's doch gar nicht. Hallo, er hat uns doch verfolgt. Was? Wer hat uns denn bitte schön niedergeschlagen? Arschloch. Wir haben doch bestimmt auch den Anruf auf unserem Telefon. Václav Hadek. Andrew Helbig, Pete Ayers. Und die anderen. Die Musik passt nicht so ganz dazu. Aber das war's. Das war Blameless. Ich weiß nicht, ob es andere Enden gibt. Wären wir über das Tor gegangen, hätten wir was anderes auslösen können, ein anderes Ende? That's how it all began for me. And it was far from over. Okay, wir können sogar fortsetzen. Ja, das war Blameless. Ich schaue nochmal nach, ob es andere Enden gibt. Falls das der Fall ist, dann spielen wir das natürlich nochmal. Können ja einen Schnelldurchlauf machen. Dann schneide ich euch zum anderen Ende dazu. Falls nicht, dann war es das natürlich. Ein kurzes, naja, Thriller-mäßiges Spiel. Horror würde ich gar nicht mal so sagen. Natürlich war es ein bisschen horrorig und atmosphärisch horrorig, aber
eher dieses Aufdecken des Mordes gut aufdecken. Letztendlich wissen wir ja nicht, ob wir uns das vielleicht alles nur eingebildet haben oder nicht. Vielleicht sind auch wir einfach der Besitzer gewesen. Aber wer weiß. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und sonst, wenn es jetzt kein weiteres Ende gibt, würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao.